Hallo, ich grüße euch ganz herzlich heute hier mal wieder am Anfang des Jahres aus meinem Stillezeit-Sessel. Es hat frisch geschneit, endlich. Und wenn man rausgeht, ist das wunderschön, wenn man dort ein Gehweg hat oder eine Wiese, die so ganz frisch beschneit ist und noch ganz unberührt. Und man kann so seine Wege ziehen, einfach drauf losgehen. Ich finde, das ist ein gutes Bild für das neue Jahr, das auch noch ganz unberührt vor uns liegt, wo wir einfach losgehen können. Und wenn man dann so startet und geht auf dem Weg und seine Spuren macht, dann kommt es vor, dass plötzlich andere Spuren den eigenen Weg kreuzen. Manche Spuren gehen auch parallel neben der eigenen her. Auch das wird ja 2021 sein, dass wir anderen Menschen begegnen. Natürlich im Alltag, in der Familie, in den Freundschaften. Vielleicht lernen wir auch neue Menschen kennen. Und manche Beziehungen und Freundschaften und Begegnungen werden super schön sein, dass wir gerne uns austauschen, dass wir gemeinsam gerne Zeit miteinander verbringen. Andere Menschen, die unseren Weg kreuzen, werden sicher auch manchmal eine Herausforderung sein und Herausforderungen bieten. Auch das wird in 2021 sein. Und wenn man dann weitergeht, kann es auch mal vorkommen, dass plötzlich die ganzen Spuren weg sind. Da ist so ein Lastwagen drüber gefahren, ist alles platt gemacht, da ist nur noch Tauwasser. Und auch das kann sein, dass wir das in 2021 erleben, dass plötzlich die eigene Spur gar nicht mehr zu sehen ist. Wir sind völlig aus dem Tritt gekommen, wir wissen gar nicht mehr, wo es lang geht, weil irgendein Ereignis eingetreten ist. Ich meine, jetzt Anfang des Jahres, Corona ist da, das ist schon etwas, was uns ganz schön aus dem Tritt bringt und was vieles platt macht einfach. Vielleicht ist es aber auch mal eine Krankheit oder eine berufliche Herausforderung, Probleme, die wir haben. Das kann schon sein, dass wir erstmal gar nicht mehr unseren eigenen Weg sehen und erstmal wieder gucken müssen, wo will ich jetzt eigentlich lang. Und der schöne Schnee, der schöne Weg ist erstmal gar nicht mehr zu sehen. Es ist so schön, dass wir, wie die Bibel sagt, alle unsere Wege, unsere Spuren Gott anvertrauen können. Denn wir wissen noch gar nicht, wo es hingeht eigentlich. Und wir wissen auch gar nicht, welche Spuren wir hinterlassen. Aber wir können das alles schon Gott anvertrauen. Im Psalm 37, 5 betet David: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und siehe, er wird's wohl machen. Also wir können Gott vertrauen, dass er wirklich unser Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive sieht, dass er einen ganz anderen Überblick hat und ihn in allen Dingen um Rat bitten, um Wegweisung bitten, um Kraft, um Mut und Energie, unseren Weg zu gehen. Denn wir sind keine Marionetten bei Gott, sondern wir können unsere eigenen Wege gehen. Aber wir dürfen sie auch und sollen sie auch und können sie auch mit Gott zusammengehen. Und das ist das Schöne, dass er uns immer wieder zeigen möchte, wo ist der richtige Weg, dass er uns bei Entscheidungen helfen möchte, Fingerzeige geben möchte, vielleicht auch durch Menschen, die unseren Weg kreuzen, dass wir immer wieder wissen, ja, Gott ist dabei und ich kann meinen Weg gehen, aber er wird mich leiten und er wird mich da durchführen durch dieses neue Jahr. Das Einzige, was wir tun müssen, ist nicht nur ihm vertrauen, sondern auch einfach losgehen. Das müssen wir und das starten wir jetzt auch. In Anfang 2021, wir gehen einfach los, vertrauen darauf, dass Gott uns führt und leitet durch dieses neue, hoffentlich gute Jahr. Ich wünsche euch das für diesen Tag und für 2021, dass ihr das erlebt, wie Gott euch begleitet auf eurem Weg. Alles Gute dafür und bis bald. Macht's gut. Tschüss.